Einige von euch interessieren sich dafür. Noch viel mehr sind nicht richtig aufgeklärt. Bei FIFA. Es geht um Top 100 Trader. Wie funktioniert das Ganze? Wie arbeiten die genau? Welche Tipps und Tricks gibt es? Und wie kann ich, wenn ich selbst schon ein guter Trader bin, vielleicht ein Top 100 Trader werden? Alles dazu in diesem Video. In dem Sinne, Servus und Grüß liebe Freunde, was geht ab zu einem neuen FIFA 21 Tipp und Trick Video? Ihr kennt das. Nehmt euch kurz die 0, irgendwas Sekunden Zeit, gebt dem Video für den Bruder Algo und all Support einen Daumen nach oben und checkt gerne oben die Playlist. Tipps und Tricks gibt es alles von Glitches, Gameplay, Trading. Bei mir hier, ich habe große Jackentasche, passt alles rein, alles in der Playlist mit dabei. Playlist. Und ja, dann lege ich mal direkt los. Heute ist Donnerstag, deswegen hoffe ich, dass es euch nichts ausmacht, wenn wir ganz kurz die Weekend League Rewards uns gönnen. Wir haben 20-7 geholt, das heißt dementsprechend Gold 1. Ja, es ist völlig normal, dass man da nicht Elite tried, finde ich. Richtig, sehe ich auch so. Und von dem her haben wir zwei gute Player Picks. Ja, gut ist jetzt natürlich relativ und darf man nicht wörtlich nehmen, aber ich hätte einen Wunsch Player Pick. Und nein, nicht der Cristiano, sondern Kimmich. Ich habe ja schon die Goldkarte von Kimmich gespielt. Ich habe den ersten Inform von Kimmich gespielt. Ich habe die Team of the Group Stage Karte von Kimmich gespielt. Ein Tier. Jetzt der zweite Inform als Player Pick. Dann durchdrehen, Freunde. Dann durchdrehen. Schau mal rein. Ja. Schau mal nochmal. Es ist hoffnungslos, Freunde. Es ist einfach hoffnungslos. Es ist hoffnungslos und wir dürfen das Thema gar nicht ausweiten, weil es jede Woche dasselbe ist. Jede Woche. Was wir Food Champions gespielt haben, was wir an Rängen erreicht haben, ne? Und unser bester Player-Pick war der Second In vom Lozano. Alles andere definitiv unter 100k, absoluter Schmutz. Und wie gesagt, gar nicht drüber aufregen, akzeptieren und weiter mit dem Thema. So, Freunde. Passend zum heutigen Thema habe ich just im Moment, vor einer halben Stunde ungefähr, das hier erreicht. Transfererlös und dann, Freunde, die 30 Millionen Coins Marke. Schön, schön. Habe ich definitiv noch nie gehabt, so viel, egal welcher FIFA-Teil. Nicht mal am Ende einer FIFA-Reihe. Freut mich absolut. Klappt dieses Jahr einfach richtig, richtig gut. Aber ja, darum geht es ja eigentlich nicht. Es geht eigentlich heute um das hier, Top 100 und um Brudis und Brudis inzwischen 140 Millionen Coins und 57 Millionen Coins Transfererlöse. Grundsätzlich muss ich schon mal sagen, hier, natürlich gibt es Tipps und Tricks, wie man seine Transfererlöse pushen kann. Steht außer Frage, aber man darf nicht vergessen, hier, diese 100 Dudes, die haben es definitiv drauf. Gut, der ein oder andere vielleicht ist auch mega Pack-Opening-Gott und buttert was weiß ich nicht rein und verkauft dann. Kann auch sein, aber grundsätzlich hier, die meisten sind definitiv Trading-Götter. Definitiv, die haben es drauf, sonst wären sie nicht in der Liste. Nicht, dass ihr jetzt denkt, naja, die machen hier ein bisschen Tipps und Tricks und dann Top 100. So einfach ist es natürlich nicht. Schön wär's. Aber dazu kommen wir ja nun. Und wir haben das Thema ja schon angesprochen, als ich das Projekt gewagt habe vor einer Woche ungefähr. Mit Pelé 98 zu traden. Falls ihr das verpasst habt, open in der Infokarte nochmal. Und dann habe ich euch ja schon mal einen Einblick gegeben. Ja genau, der DualShock wird gleich leer. Das auch. Aber ich habe euch auch einen Einblick gegeben. Hier, Brudis. Das mit dem Transfererlösen hier. Das ist manchmal, nicht immer, aber in den meisten Fällen, mehr Schein als Sein. Viele fragen sich immer wieder, wie kann das sein? 140 Millionen Transfererlös, wie kann das sein? Tradet der 24 Stunden am Tag und das die komplette FIFA-Reihe durch. Wie geht das? Ne? Und da war ich auch einer von diesen Typen, die haben das einfach akzeptiert. Bis dieses Jahr. Also FIFA-Reihe bis 2020. Ich habe mir da nie große Gedanken gemacht. Ich habe mir immer gedacht, Top 100 Trader sind krank. Punkt. Fertig. Das sind gute Trader. Punkt.
Fertig, die können gut traden. Punkt, fertig. Überhaupt nichts hinterfragt. Gar nichts. Einfach akzeptiert. Es gibt eine Top 100. Das sind die Besten. Das war's. Aber wenn man sich dann mal hinterfragt, hey, 140 Millionen. Das ist doch nicht normal. Irgendwas muss doch der anders machen. Sonst hätten das doch andere auch. Dann kommt man natürlich ins Grübeln. Wie funktioniert das ganze System eigentlich? Wie kann man davon profitieren? Und wie eher nicht? Und das habe ich euch ja bei Pelé schon erklärt. Ja, wir können ja mal Pelé aufrufen, ne? Oh, der Bruder ist unter 8 Millionen gesunken. Gar nicht mitbekommen, aber so richtig heftig, ne? Richtig viele Angebote. Nicht schlecht, aber nehmen wir mal an, der günstigste ist jetzt der hier, ne? Wir würden nun den Pelé kaufen für 7,5 Millionen Coins und würden ihn für 7,6 Millionen Coins wieder verkaufen. Würde natürlich jetzt jeder grundsätzlich sagen, wäre dumm, denn wir würden Verlust machen durch die EA-Steuern. Nun ist es eben bei den Transfererlösen aber so, Steuern spielen da keine Rolle. Es spielen die nackten Fakten Einkauf, Verkauf. Die spielen eine Rolle. Und das heißt, 7,6 verkauft, 7,5 eingekauft. Bruder, du hast 100.000 Coins Gewinn gemacht. Ja, obwohl man Verlust gemacht hat, macht man bei den Transfererlösen Plus. Und so ist es schon mal Fakt, als Top 100 Trader musst du High Budget Trading betreiben. Wenn du nur Low Budget machst, kannst du vergessen, kommst du niemals hin. Du kannst dich 24 Stunden hier hinhocken und traden, was du willst. Unmöglich. Du kannst 5000 Mal in irgendeinen 83er und 84er investieren. Kommst du im Leben nicht hin. Kannst du vergessen. Du kannst damit im Endeffekt mehr Coins Gewinn machen. Ja, das ist es eben. Aber in die Top 100 der Transfererlösen, damit zu kommen, sehr unwahrscheinlich. Denn, wie gesagt, umso höher du tradest, mit umso höheren Beträgen, umso mehr bekommst du in diese Liste hinten reingeschoben, sage ich mal. Ne? Im Endeffekt kann es sein, dass du hier und da 5 bis 10k Gewinn machst, aber in der Transfererlösliste machst du 100k Gewinn. Ne? Dauerhaft. Und deswegen machen wir gerade wieder Gewinn, ohne irgendwas zu machen, auch nicht schlecht. Aber deswegen, ne? Ist High Budget Trading, Icon Trading und so weiter unverzichtbar, sage ich mal, wenn man das Ziel hat, Top 100 Trader zu werden. Und ganz klar, natürlich gehst du mehr Risiko, umso mehr du investierst, umso höher die Beträge sind. Absolut klar, aber du kannst es dir auch erlauben, eigentlich Verlust zu machen. Wie eben mit dem Pelé-Beispiel. Ne? Du machst Verlust, aber in der Liste Gewinn. Bei Low Budget schwierig. Und das ist auch an der ganzen Geschichte so ein wenig das Traurige, Freunde. Denn der Low-Budget-Trader kann im Endeffekt genauso gut oder vielleicht noch besser sein. Ein viel besseres Allgemeinwissen in Sachen Trading haben als irgendein beliebiger Top-100-Trader. Aber man wird ihn in dieser Liste nie sehen. Obwohl er vielleicht der eigentlich bessere Trader ist. Aber gut, nun kann man natürlich auch nüchtern sagen, an irgendetwas muss man die Liste ja bemessen, ne? Anders ist es schwierig und anders würde sich EA wahrscheinlich auch keine Mühe machen. Warum auch? Die wollen ja eigentlich gar nicht, dass wir hier so viel rumtraden. Nö, aber das schon mal zum Verständnis, ne? Top 100 Trader ist nicht automatisch Top 100 beste Trader. Das kann man nicht pauschalisieren, kann man niemals irgendwie nachvollziehen, wer wirklich der beste Trader ist. Das geht gar nicht. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen in die Liste kommen. Und der zweite kleine Tipp, der existiert, ist zum Beispiel bei Rivals, wenn ihr die Option habt, hier haben wir es, dass ihr sagt, oh, ich könnte die Coins nehmen oder die Packs, Woche für Woche. Dass ihr immer sagt, ich nehme die tauschbaren Packs. Wenn ihr untauschbare Packs nehmt, nicht trading relevant. Wenn ihr die Coins nehmt, auch nicht trading relevant, beziehungsweise fließt das dann nicht in die Liste mit ein. Wenn ihr die tauschbaren Packs nehmt, habt ihr immer die Option zu sagen, ich ziehe vielleicht etwas Brauchbares, etwas, das einen Wert hat und so weiter. Ihr zieht etwas, verkauft es für 100k, pam,
Liste geht hoch um 100k bei euch. Ne? Ihr merkt schon, so simpel. Einfach nur ein paar Gedanken dazu machen, easy. Genauso könnte man viel mehr sein Glück herausfordern, wenn man zum Beispiel wie ich sagt, ich mache Low-Budget-Trading, habe 8 Millionen Coins aktuell, hey, wurscht, aktuell sind gute Karten ziehbar. Ich packe nun einfach mal hier die 8 50k Packs, einfach weil ich es kann und weil es mir Transfererlös bringt. Ne? Dass ich 83er, 84er, die aktuell einen hohen Wert haben, dass ich die dabei haben werde, ist ziemlich wahrscheinlich. Dass ich vielleicht noch eine Eventkarte mit dabei haben werde, ist auch wahrscheinlich, ne? Könnte man auch machen, dass man sagt, hey, ich bessere mit meinen Coins gar nicht mein Team auf. Nö, ich ziehe davon Packs und verkaufe das Ganze wieder. Pusht die Transfererlöse. Traurig aber wahr. Und der dritte Punkt, der ein enormer Unterschied ist, Freunde, Squad Building Challenges. Ich behaupte es einfach mal, dass 90% so sind wie ich. Dass sie sagen, hey, es gibt eine neue Event-SBC oder hier den Kleiber. Ich versuche das mit den Spielern aus meinem Verein zu lösen. Bestimmt, ne? Für mich ist es immer richtig schlimm. Ich könnte richtig herkotzen, wenn ich eine SBC nicht lösen kann mit den Spielern in meinem Verein. Wenn ich extra auf den Transfermarkt gehen muss und mir Spieler kaufen muss. Könnte ich kotzen. Könnte ich fast schon ausrasten. Macht eigentlich nicht mal Sinn, aber für mich ist das so Zeitverschwendung, sage ich mal. Vielleicht ist es auch eine Einstellungssache, aber bei mir ist es so. Und ich denke, bei vielen anderen auch. Aber eigentlich ist das dumm. Angenommen, wir haben hier irgendeine Icon-SBC. Hier. Fernando Torres. Ich denke mal um die 900.000 Coins wert. Ne? Angenommen, wir haben vor kurzem erst richtig viele Packs geballert und wir haben nun unseren Verein so voll, dass wir für 900k den Bruder hier machen können. Unser Verein ist rappelvoll. Ne? Nun wäre es quasi dumm. Es wäre dumm, wenn wir eben unsere gepackten Spieler, die im Verein, nicht verkaufen würden, sondern da reinballern würden. Denn wenn wir unsere tauschbaren Erstbesitzerkarten da reinballern, haben wir tradingmäßig überhaupt nichts damit gerissen. Es wäre quasi bei den Transfererlösen, wieder traurig aber wahr, viel sinnvoller zu sagen, hey, ich mache die SBC nicht von meinen Spielern, die ich gezogen habe. Nein, ich verkaufe alle meine Spieler erstmal, ne? Die tauschbar sind und die ich gezogen habe. Ich verkaufe die erstmal, mache damit meine 900k Gewinn und dann kaufe ich die Spieler wieder ein. Ich kaufe ein, denn mit Einkaufen beeinflusst du ja die Transfererlöse nicht. Nur Einkaufen ist wurscht. Die Transfererlöse werden erst aktiv, wenn du einkaufst und dann wieder verkaufst. Machen wir in dem Fall aber nicht. Wir würden quasi dieselben Karten einfach nochmal einkaufen und in die SBC stecken. Karten sind weg. Und so haben wir effektiv 900k an Transfererlösen gemacht und die SBC trotzdem gemacht. Ne? Ist ein Unterschied quasi, ob du sagst, ich mache die SBC mit meinen tauschbaren eigenen Karten oder ich kaufe mir die Karten auf dem Transfermarkt. Und wie gesagt, da steckt natürlich hier viel Aufwand dahinter zu sagen, ich verkaufe immer alles. Ich verkaufe immer alles, verkaufen, verkaufen, verkaufen und ich kaufe dann alles wieder ein. Mir wäre es persönlich viel zu nervig, aber wie gesagt, die Wahrheit ist halt so, die Transfererlöse arbeiten so. Und das waren drei Punkte, die meiner Meinung nach schon einen großen Fokus spielen. Es gibt natürlich auch noch genug andere Punkte. Genug, ne? Da könnte ich ewig weitermachen, aber die haben jetzt nicht so eine große Auswirkung wie die Punkte, die ich genannt habe. Eure Meinung dazu, Freunde, es interessiert mich. Eure Meinung dazu zum ganzen System, zu Top 100 Trader, völlig egal, ab in die Kommentare. Ich bin da sehr gewillt zu diskutieren und auch eben Kommentare zu lesen, das sowieso. Mich interessiert es, was da die Mehrheit zu sagen hat. Ich bedanke mich für eure kurze Aufmerksamkeit, hoffe, euch hat die ganze Erklärung und der Hintergrund hinter dieser Top 100 Liste etwas gebracht. Und ja, ich wünsche euch dann wie immer irgendetwas. Haut rein.